Ja, willkommen zurück auf der Kampagnenkarte. Also, ihr seht schon, wir haben das Ganze gut abwehren können. Ich habe sie mal hier rübergezogen nach Irengard. Und ja, ich habe hier halt nochmal jetzt ein paar Tote beschworen. Also hier Wahrgeist habe ich hier noch gegeben. Sobald ich nochmal Wahrgeist beschwören kann, werde ich hier noch welche mitgeben. Apropos Wahrgeist, es hat sich auch an der anderen Front hier was ereignet. Fangen wir erstmal hier mit an. Ich habe den Roten Herzog mal kurz rausgeschickt, um diese eine Armee da abzufangen, die da noch draußen rumgeschwommen ist quasi. Die ist jetzt mal weg. Und zum anderen, hier unten auf der Höhe von Bordelot war Alistair der Weiße Löwe. Um den hat sich Manfred gekümmert. Und ihr seht, der hat schon ziemlich Federn gelassen. Leider Gottes auch seine Wahrgeist-Bataillone verloren. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich wollte euch das jetzt nicht anzeigen noch, weil das war jetzt kein so wahnsinnig tolles Gefecht. Das war sehr viel Rumgerudere, sehr viel Ausgeweiche, weil Alistair der Weiße Löwe hat nämlich auch so einen tollen Drachen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das am Kommandanten liegt oder ob es einfach nur ungünstig für mich gelaufen ist, aber Manfred ist im Nahkampf deutlich schwächer als Alistair. Wenn beide einen Drachen haben, dann musst du im Grunde ständig mit Manfred ausweichen, über die halbe Karte fliegen und so weiter. Das war nicht sehr spaßig. Aber immerhin, da die Armee in Marschstellung war, haben wir sie auch komplett versenkt. Das heißt, da droht jetzt erstmal keine Gefahr mehr. Und ich muss halt mal gucken, ob ich Manfred dann bei Gelegenheit nochmal ein paar bessere Truppen mitgebe da. Gut, unzugewiesene Fähigkeitspunkte haben wir auch noch. Vanessa von Averheim. Verdammt, Entschuldigung. Vanessa von Averheim. Was können wir ihr denn geben? Unsterblicher Schrecken. Ach komm, das geben wir ihr mal mit. Komm. Unsterblicher Schrecken klingt schon mal gut. Dann Melchior von Falkenstein, der Nekromant. Der war ja komplett schon im Grunde ausgebaut. Ja, was können wir denn dem geben? Einheiten angreifen, Technologie stehlen. Es gab hier sonst nichts mehr, ne? Ja, das ist ja Wahnsinn. Wir haben dem echt alles gegeben. Der ist Stufe 34. What the fuck? Okay, dann machen wir einfach mal Einheiten angreifen. Ach ja, und da wir mit Forschung durch sind, müssen wir uns auch darüber keine Gedanken mehr machen. Es ist alles erforscht. Ich glaube, das hatte ich noch nie mit einer Fraktion, dass ich alles erforscht habe. Christina Gorst, die Vampir-Lady, richtig. Was wollte ich der noch mitgeben? Ausweichen? Ach komm, ausweichen gehen wir mal mit. Bettina Berridgemere, Vampir tot. Ja, was kriegt die? Ist die Frage. Ich glaube, erstmal gehe ich bei der auf unsterblicher Wille. Ah, Silvia von Schwarzhafen habe ich noch gar nicht bewegt. Oh, ach, guck mal. Ih, was ist das denn? Ih, wo ist das eine Riesenratte? Oder wo sitzt der da drauf? Ih, ist das hässlich. Ja, okay, aber Now. ja, dann hol dir das Ding. Follow me. Komm, gib ihm. Kill. Eieiei. Das ist ja besser gesichert, als ich gedacht hätte. Ja, warte mal. Machen wir erstmal den hier. Time to die. Okay, sogar mal eine etwas besser gesicherte Festung. Ich glaub's ja wohl nicht. Was machen wir jetzt mit dem Spuk Dingensbummens? Hier kann man nicht. Ah, hier haben wir offenbar schon den Rand der Karte erreicht. Ich weiß nur nicht, ob es da oben noch irgendwas gibt. Eigentlich ist da nichts mehr. Hier sind die Silberpfeiler. Düsterberg. Hier muss da noch irgendwo was sein, oder? Oder hört hier tatsächlich die Karte auf? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber okay. Dann würde ich fast sagen, soll sie sich mal beeilen. Dann soll die sich mal um dieses ganze Zeug hier kümmern. So. Gut, dann lass mal überlegen. Held nicht bewegt, wo nicht? Ah, der Barrage mehr, den bewegen wir ja nie. Ah, okay, in Sauflecken. Ah, okay. Slay them. Jetzt lass mal überlegen, kann man sich hier noch. Nee, hier kann man sich hier nichts Gescheites mehr holen. Die. Jetzt lass mal überlegen. Gut, die Armee ist so kavalleriestark. Nö, ich lasse darauf ankommen. Ich baue jetzt Belagerungstürme.
Ich lasse drauf ankommen. Ich habe ja Zeit. Es muss ja nicht alles sofort erobert werden. Dann gucken wir mal. Ah. Ah, okay. Das sind hier doch ganz ordentliche Truppen, die der dabei hat. Richtung des Verderbens. Da gehen wir dann als nächstes hin. Vlad. The von Garstein. Such insolence. Na komm. All shall know me and tremble. Ganz ordentliche Truppen hat der auch. Also kann ich jetzt nicht meckern. Was gäb's hier noch? Flederbestie. Flederbestie kann ich mir jetzt erstmal nicht leisten, aber es wäre halt auch echt sexy, so eine Flederbestie. Nice! Und er kommt auch noch dahin. Oh, wie gut ist das denn? Oh, ist das gut. Es läuft ja fast schon zu perfekt. Dass die Wege auch nur so perfekt getimt sind. Aha, da haben wir eine Armee getrappt. Jetzt lassen wir überlegen. Was sind das überhaupt für Truppen? Ich meine, wie gesagt, wir haben Zeit. Dann belagern wir die jetzt halt ein bisschen. Ja, das passt ja wunderbar. Der kann auch keine Truppen mehr rekrutieren, weil wir ihn da gerade belagern. Und das ist ja top. Da kann ich ja echt nicht meckern. Kollege? Wo ist dein Ziel? Ah, okay. Interessant, ich habe die einfach mal zum anderen Ende der Karte geschickt. Na gut, das passt schon. Jetzt lass mal überlegen. Das heißt, wir haben eigentlich so ziemlich alles bewegt. Oder? Haben wir dich auch bewegt? Ja, genau. Weiter geht's gar nicht mehr. Gut. Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde. Oder, warte mal, gehen wir nochmal auf die Diplo. Ob sich da noch irgendwas tut. Wer mag uns nicht. Khemri mag uns natürlich ganz gerne. Okay, das sind enge Freunde, intrigant, bla bla bla. Die sind im Krieg mit Nagarond. Okay, aber die halten sich offenbar auch noch halbwegs. King of the Vampire Coast. Ja, ich verstehe halt auch nicht so ganz, was da jetzt das Problem ist. Okay, unsere Stimmung verbessert sich, weil der... Ja, warum eigentlich? Weil wir im Krieg mit Nagarond sind, oder was? Request what you will. Naja, okay, vergiss es. What you want? Trollschädel. The chopper is in my hand. So go on. Ja, geht doch. Ist okay, wie gesagt, mit diesen ganzen Aufwiegler-Armeen kann man ja zumindest mal reden. Okay, nichts Neues. Was ist das hier? Ja, wunderbar. Weil dann, ich sichere mich schon mal gegen diese ganzen scheiß Aufwiegler-Armeen ab. You think evading more is impressive? By the lady's will, I'll see. Ja, ist gut, Kollege. Das ist mir vollkommen egal. Wie gesagt, ich will einfach nur vermeiden, dass mich irgendwelche Fraktionen nerven. Oh, warte mal, wo ist ein Zorn der Wildnis? Ich weiß gar nicht, wo die sind, aber... Ja, okay, Geld würden sie uns eh keins zahlen. Okay, vergessen wir das mal. Was haben wir hier noch? Wächter des Todwalds. Speak quickly and you may. Nee. Speak. Die sind nur, haben nur noch 24 Siedlungen. You soulless dogs. Satisfy. Ich verstehe das nicht. Warum hasst ihr uns so? Was ist jetzt euer Problem? Nur weil wir große Macht haben, das ist euer Problem? Overlord. Die haben 22 Siedlungen und sind trotzdem so mächtig. Irgendwie ist das nicht logisch. Your people will suffer. Ja gut, die wollen nicht. Ja, wenn sie nicht wollen, dann haben sie Pech gehabt. Beziehungsweise, oh, Helman Gorst, was mit dir? Ah, gut, dass ich das noch gucke. Geh mal da weiter. Sehr gut, Helman. Dann haben wir hier noch einen hier für die Nordfront oder was, oder für die Nordwestfront. Beziehungsweise, eigentlich könnte ich den verwenden, um hier mal so ein bisschen aufzuräumen. Hier mit Kisle von Fort Jakova. Muss man immer gucken, dass das alles passt. Ja, Rebellion. Ich habe irgendeine Rebellion, die mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Nagarond. Na gut. Verlorene Ziele. Okay. Ich weiß nicht, was Nagarond eigentlich vorhat. Die haben uns jetzt einfach den Krieg erklärt gehabt vor ein paar Runden.
und machen jetzt lauter random Sachen, wo ich mir denke, hä, seid ihr dumm? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, gut, egal. Ich trinke mal kurz ein Schlöckchen. Der Seuchenkern ist eingestampft. Das ist echt heftig. Aber gut, wir sind halt auch deutlich erfolgreicher. Wie gesagt, die verlieren ja eine Schlacht nach der anderen gegen uns. Ja, super, Garnison eingreifen. Macht das nur. Es ist super. Interessant, die versuchen auch nicht aus der Belagerung zu entkommen. Ja gut, ich halte sie nicht auf. Das ist mir jetzt egal. Ich kann auch ein paar Runden belagern. Also die Zeit habe ich schon. Khemri ist stinkreich. Was aber kein Wunder ist. Khemri ist immer, also die sind immer reich. Ganz einfach deswegen, weil die haben keine Einheitenkosten. Die Einheiten der Gruftkönige kosten nichts. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gerade im Late Game ist das richtig übertrieben. So, was ist jetzt hier? Wer plündert wo? Okay. Ja, ist gut. Danke. Ja, ja. Hier, kommt, pusht mal ein bisschen eure General. Oh, ist das nervig. Jetzt muss ich da extra hinter, um wieder diese Truppe hier einzufangen. Na toll. Okay. Dann machen wir das erstmal so. Dann bauen wir das hier noch aus. Dann bauen wir hier noch weiter aus. Wie gesagt, an der Kohle soll es nicht scheitern. Splittenfels, kann man hier noch irgendwas... Ah, doch, hier. Komm, zack. So, und schon ist die Kohle wieder weg. So, was ist mit dir? Time to die. Time to die, in der Tat. Ja gut, egal, dann... Slay them. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben ganz bequem Zeit. Das passt wunderbar. Find my harem. Dann geh doch da mal mit dazu, wenn du schon Zeit hast. Das ist doch ganz super. So, Vlad. Vlad von Karstein. Du holst dir jetzt mal die Lichtung des Verderbens. All shall perish. Ist ja niedlich. Gut, Vlad hat damit natürlich überhaupt kein Problem. Jawohl, Krater der wandelnden Toten. Nice. King of Darkness. Da verbreiten wir natürlich wieder den Makel des Untodes, wie sich das für anständige Untote so gehört. Lichtung des Verderbens. Ja, dann machen wir das mal hier weg. So, das passt schon. In Rastera könnte man theoretisch jetzt nochmal eine Armee rekrutieren, aber for what? Das brauchen wir ja gar nicht. All die. Wipe them out. Ja, wir haben Zeit. Bring more. Aber man sieht auch, unser Einkommen steigt und steigt. Und solange ich keine weitere Armee rekrutieren muss, rekrutiere ich sie auch nicht. Dann nutze ich die Kohle lieber, um mein Reich auszubauen. Das ist doch super. Na, gucken wir mal hier. Was können wir hier machen? Sümpfe des Vergessens. Dafür reicht es natürlich gerade wieder nicht. Schwebendes Dorf. Kann man hier irgendwas bauen? Ja, irgendwie ein Galgen, aber forward. So. Jetzt lass mal kurz gucken. Kommen hier irgendwo Bedrohungen auf uns zu? Eigentlich nicht wirklich, ne? Nur so ein paar Plünderer-Truppen oder was das sind, aber die sind ja nicht per se gegen uns. Ah! Ja, hallo. Okay, jetzt warte mal kurz. What do you want? Good, this will do. Kriegst du den vielleicht sogar? See the blood. Komm schon, das wäre jetzt zu geil, wenn das klappt. Der Admiral Krakenkralle. LOL. Der traut sich was. Und offenbar ist er sogar im Vorteil. Ich frag mich nur gerade, warum. Was hat denn... Der ist Level 12. Naja. Der ist zu Fuß, Level 12. Henker von... Okay, er hat echt heftige Nahkampfeinheiten. Die dürften es mit unseren durchaus aufnehmen können. Aber sonst... Gut, okay. Er hat ein bisschen was für einen Fernkampf. Er hat hier Kampfechsen. Er ist uns an Kavallerie ebenbürtig, würde ich sagen. Jetzt warte mal kurz. Die haben eine Rüstung von 120. Unsere haben eine Rüstung von 95. Okay, das heißt, da sind sie uns schon mal überlegen. Mit Schild. Unsere haben auch... Ah, nee, warte mal. Fluchritter... Wir haben... Quatsch. Wo habe ich denn da vorher drauf gezeigt? Okay. Der hat eine Rüstung von 127. Die haben eine Rüstung von 120. Okay, da sind wir überlegen. Führerschaft 86. Führerschaft 64. Okay, da sind sie überlegen. Geschwindigkeit 73, Geschwindigkeit 72, das heißt, die sind schneller. Nahkampfangriff 54, Nahkampfabwehr 48, Nahkampfangriff 38, 26, da sind sie uns sehr überlegen. Waffenstärke 46,
Waffenstärke 52 und rüstungsdurchdringend. Eieieiei, das ist Angriffsbonus 36, Angriffsbonus 62. Okay, das heißt, beim Sturmangriff sind wir deutlich überlegen. Kriegshydra tut weh, definitiv. Regeneration. Schwarze Reiter mit Repetierarmbrust. Oh, nö, nicht wieder so ein Schieß. Nicht wieder Käse. Ich will keine Käsearmeen sehen. Aber obwohl, das geht eigentlich noch. Wenn wir es schaffen, die Infanterie genug zu schwächen, damit unsere Infanterie mit denen fertig wird, dann bin ich relativ zuversichtlich. Was haben die hier? Blitz des Trotzes. Oh, fuck. Seelensturm. Geißel des Keine. Blutqualkessel. Oh, nein. Nicht wieder so eine Truppe. Nein. Oh, fuck. Das wird wieder ein Krampf. Aber egal. Das ist eine müde Armee. Die Truppe ist müde. Sie ist müde. Wir sollten das hinkriegen. Ich mach mal schnell speichern. Wie gesagt, man schlägt solche Armeen am besten, bevor sie sich irgendwo breit machen können. Das kriegen wir schon hin. Der Rote Herzog ist mit einer unserer besten Generäle. Der ist legendär. Der schafft das schon. Deswegen, ich mache das selber. Ich kommentiere das wieder nach. Das wird wohl wieder ein größeres Gefecht werden. Also, bis gleich. So, also, da sind wir wieder. Ja, leider, Shadowplay hat wieder nicht aufgenommen. Es ist zum Kotzen. Ja, der Rote Herzog ist jetzt hier. Ich habe den nur hier runtergeschickt, weil es hier noch ein Schlachtfeld gab, wo man hier noch Sachen erwecken konnte. Und deswegen habe ich ihm da jetzt wieder ein paar Sachen mitgegeben. Ansonsten, ja, haben wir sonst eine ganze Menge gemacht hier, Schlachtberichte. Das muss hier irgendwo gewesen sein, naja. Genau, wir hatten schon die nächste Runde. Ich glaube, soweit hatten wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Können wir eigentlich weitermachen. Und, ja, ich würde tatsächlich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich glaube tatsächlich, wir gehen dann hier weiter rauf. Wir sammeln einfach weiter Blutküsse, das wird schon. Und, ja, ich glaube, wir haben ja sonst nichts mehr zu tun, deswegen, ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon gemacht habe, aber ich habe hier noch die Festung erobert. So, genau. Also das hat ziemlich wehgetan hier. Die Truppe ist ziemlich beschädigt, aber wir können uns das Zeug ja Gott sei Dank nachrekrutieren. Ja, und Vlad ist dann demnächst im Fluchdschungel. Na gut, dann schauen wir mal, was noch so weitergeht. Beziehungsweise gehen wir nochmal kurz nach oben. Wo war denn hier? Ach, da. Ah, Vanessa von Averheim. Na gut. Schauen wir dann beim nächsten Mal, dass wir da hier weiterkommen. Also, auf geht's. Wir sind bei Runde 250. Das ist schon echt heftig, wenn man sich das so überlegt. Dass Nagarond noch so mächtig ist, ist irgendwie seltsam. Ich kann mir nicht helfen. Naja. Prost an der Stelle. Ich trinke mal gerade ein Schlückchen. Ich bin gespannt, was die noch so machen. Wahrscheinlich die ganzen Armeen da hin und her schieben. Oh, das wird richtig ätzend. Aha, aber offenbar unternehmen die auch nichts mehr gegen uns. Okay, die erwarten die Flotte der Verdammten. Das verbessert sich alles kontinuierlich. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Khemri ist auch gut dabei. Sehr, sehr stark. Auch wirtschaftlich. Logischerweise, weil die nehmen ja Kohle ein ohne Ende. Was ist das hier? Taschengeld. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Ich muss später mal gucken, was das hier für eine für eine Fortschreitung hier bringt. Was reißen sie Nebela nieder? Okay. Warum sollte ich das tun? Oh, was ist denn hier los? Ridiculous. Okay, was sind das? Korsaren der Schwarzen Arche. Alter, was? Ach du Scheiße. I'll take Sigmar's throne. Ja, jetzt lass mich überlegen. Hm. Warte mal, können wir Lioness, können wir da noch irgendwas ausbauen? Ja. Können Lioness allgemein mal ausbauen. Was haben wir hier noch? Gäbe es hier noch überhaupt irgendwas Interessantes? Jetzt lass mich mal überlegen. Eine Flederbestie gibt es hier leider nicht zu holen. Das wäre das einzig Interessante noch gewesen.
Das ist aber okay. Ja, dann geh halt da einfach mal rauf. Das ist schon okay. So. Burg Artois könnten wir ausbauen. Jetzt gehen wir erstmal hier nach oben. Gucken wir mal hier. So. So, Vanessa von Aberheim kann sich jetzt erstmal eine Flederbestie holen. Die kriegt sie auf jeden Fall. Einen Wargulf hat sie ja schon. Hier, Fluchritter mit Lanze und Harnisch oder gleich Blutritter. Ich würde fast sagen Blutritter. Wenn schon, denn schon. Und, ja gut, infanterietechnisch. Warte mal, sie hat ja Gruftschrecken noch, gell? Ja, komm. Dann kriegt sie die auch noch, das passt schon. Dann ist das jetzt eine ganz solide Armee. Aber die kommt da leider gerade nicht hin, ne, zur Höllengrube. Ja, dann geh erstmal hier rüber. Hol dir mal das Fort Ostrosk. Wieso sind das schon wieder so schlechte... Ach nö. Ich mach mal schnell speichern, okay? So. Warum sollen das wieder so schlechte Bedingungen sein? Das ist so eine Riesenarmee sitzt doch da gar nicht drin. Warte mal, wenn wir Blitzschlag machen... Au! Warum tut das bei der Infanterie so weh? Was zum Teufel? Oh, Geld! Holla, die Waldfee, das ist gut. So, der nördliche Oblast wurde gesichert, sehr gut. Können wir hier erst einmal das Ding ausbauen, das Ding reparieren. Das können wir hier, Fort Strogoff, können wir da mal die Befestigung erweitern. Dann bauen wir da unten weiter, an der Burg Artois, genau. Beziehungsweise, wartet mal. Wollte ich nicht hier in Altdorf den imperialen Palast bauen? Den wollte ich doch machen. Ja, natürlich. Zack, genau. Beziehungsweise, warte mal, was bringt der eigentlich? Okay, mehr öffentliche Ordnung, diplomatische Beziehungen plus 30 mit Imperium. Es gibt's doch gar nicht mehr, das Imperium. Vampirische Korruption in benachbarten Provinzen. Okay, das ist cool, tatsächlich. Okay, dann, was können wir hier noch machen? Ja, wir können hier noch mal ein paar Sachen ausbauen. Kann man hier noch irgendwas Spezielles machen? Ah! Geisterbrunnen. Das würde noch mal Einkommen bringen. Da haben wir schon alles ausgebaut. Hier brauchen wir eigentlich nichts davon. Gut, bauen wir mal so ein Ding. Okay, ja, schon ist die Kohle wieder weg. Aha, schön. Gut, dass wir das wissen. Dann gehen wir mal nach unten. Was haben wir denn da unten so? Okay, in zwei Runden. Ja gut, also in einer Runde ist er damit fertig. Aber immerhin, dann ist auch seine Armee wieder full heal. Vlad von Karstai. Hol dir mal den Fluch Dschungel. Death and Destruction. Ändert das irgendwas? Es ändert nichts. Ja gut, überhaupt kein Problem. Das können wir uns alles wunderbar nehmen. Zack. Eieiei. Das ist gut. Was gibt's hier? Heilpflanzen. King of Darkness. Ja, dann machen wir das mal weg hier. Braucht ja kein Mensch. Wenn man hier Heilpflanzen abbauen kann, warum sollte man irgendwas anderes hier machen? Ja, ich weiß ja nicht, wohin soll's denn überhaupt noch gehen? Wir sind ja jetzt bald hier am Rand der Karte, oder? I thirst. Gut, die Festung von... Vortag oder vor die Festung vom Vortag, nennen wir sie einfach mal so. It will be done. I defy you. Expand Sylvania's borders. So, dann beeil dich mal. Also das müssen wir uns noch holen. Dann, was haben wir hier noch? Dann würde ich sagen, soll die mal darüber gehen. Schauen wir, dass wir den Schreckensfels uns noch holen. Okay, der Verschleiß ist quasi nicht existent. Wo ist eigentlich Hellmann Gorst? Den habe ich doch auch da oben irgendwo geparkt, oder? Ah, da ist Hellmann. My cruelty knows no limits. Lass mal überlegen. Der kann sich auch nichts Vernünftiges mehr holen. Na gut, ist ja per se nicht so wild. Dann... Dead shall rise.
Alter, wie weit kommt denn der hier auf der Map? Das ist ja hart. Ja, super, dann kann er sich Zavastra holen. Nice. Attack! Machen wir mal schnell speichern. Komisch. Also... Es geht. Ich habe jetzt Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ja, du mit deinem Warpstone, Euwe. So, gucken wir mal. Was kann man ihm denn geben? Schild des Ptolos. Könnten ihm eine Silberstahlrüstung geben. Rüstung des Glücksritters. Zauberspruchschild. Drachenhelm. Glücksbringender Schild. Nee, kann man ihm nicht geben, weil... Ja, ich glaube, mich zu erinnern, warum. Klinge der Todesqualen. Was ist das? Schwert des Blutbades. Mehr Nahkampfangriff. Das ist ganz gut. Dann der Talisman der Ausdauer. Bringt mehr Rettungszauber. Ja, da haben wir auch nichts recht viel Besseres. Da können wir hier mal stattdessen... Ich würde sagen... Entweder den glücksbringenden Schild oder den Helm der Zwietracht tatsächlich. Helm der Zwietracht... Wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. Oh ja, das ist gut. Dann Rubinring der Zerstörung. Der kriegt stattdessen mal die Krone der Herrschaft. Das Liber Noctus hat er ja. Ja, der Leichenkarren passt auch. Ja, das ist okay. Da haben wir den nochmal so ein bisschen gepimpt, den guten Mann. Master of the Dead. Ja gut, da können wir leider nichts mehr ausbauen, weil keine Kohle. Schade, schade. Dann... guck mal gerade noch mal kurz nach Manfred, ob der nicht noch irgendwas unternehmen kann. Er könnte theoretisch... Ja, never. Short-sighted. Nee, andererseits, komm. Ich würde sagen, sollen die beiden sich doch auf See gegenseitig verkloppen. Das ist, reicht für mich komplett aus. Und deswegen... Ich weiß ja nicht, wo die Armee hin will. Was ist denn hier eigentlich? Aha, da stecken also die ganzen Machtpunkte drin, in den Armeen hier. Das sind ja drei Riesenarmeen und eine halbe Armee, also uff. Ich hoffe mal, dass die Weltenwandler das hier noch irgendwie gedeichselt kriegen. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn? I am the pilot. I've decided not to kill you. Flotte der Verdammten. What do you want, Thrawn? This serves my cause. Ja, danke. Danke für das Geld. Ich schnorre mich einfach wieder bei meinen Freunden durch. So, was ist mit dir? Unsere Beziehungen verbessern sich langsam. Na, immerhin. I travel the world seeking jewels. Elf ones defend. My people have striven to keep you from our... Ja, ja, der will immer noch nicht. Do not underestimate me. Correct. Ah, danke. Das ist aber nett. Also, man kann hier schon so bei seinen Kumpels sich so ein bisschen durchschnorren. Bow before your tribute, Thrall. For it is a privilege to be in my will. Nice. Das ist gut. Flotte der Verdammten. Da haben wir schon angefragt. Bestienschnapper, was mit euch? Vampire? Okay, vergiss es. Ist mir egal. Himmlischer Sturm, da sind eine ganze Menge irgendwelcher sonstigen Sachen. Okay. Gehen wir mal nach Stärkerang. Wer ist da ganz unten? Irgendwelche sonstigen Sachen? Okay. Die Wächter des Todwalds, die habe ich doch gerade gesehen. Fear my approach, but know this. You may... Nee, nichts Neues. Solchen Clan hat nur noch 48 Siedlungen. Wir haben die ziemlich runtergeprügelt. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen, guck mal kurz auf die Helden. Ja, was können wir hier? Wir können hier irgendwelche Sachen verbessern. Naja, gut. Ich nehme alles, was Einkommen bringt. Aha. Knochenebene. Das ist aber unangenehm. Schrecken verbreiten. Bettina Berridge mehr. Kriegt erstmal unsterblicher Wille. Und dann würde ich gucken nochmal hier rüber. Hatte ich hier nicht noch irgendwo einen Agenten rumfliegen? Meine Banshee. Wenn ich mich richtig erinnere. Was sind hier? Ach so, irgendwelche kleineren Kackfraktionen, die keinen interessieren. Da sind safe überall Skaven. Das ist so komplett irre. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben.
Oder hier an die Küste tatsächlich. Ich glaube, die Westfront dürfte am interessantesten noch werden. Schauen wir uns das mal an. Nächste Runde. Das dürfte wirklich spannend werden. Eieiei. Was? Aha, Flankiergeschwindigkeit. Was macht der da? Das ist irgendwie seltsam.